Heute möchte ich was zeigen, was ich gar nicht selbst gemacht habe. Und in diesem Fall gilt der Spruch, jeder Anfang ist schwer. Das Schwierigste war das Fundament. Es geht hier um eine Mauer, das werdet ihr gleich mal sehen. Und jedes Projekt beginnt auf dem Papier. Ja, nachdem das Fundament gegossen wurde, kam schon die erste Schicht drauf. Und dann ging es ganz schnell weiter. Naja, so richtig schnell ging es nicht, aber es ging schon recht flott. Die Steine, das sind Sandsteine in verschiedenen Größen. Und das wird unsere Grillecke. Es ist hier ganz eindeutig, wer die ganze Arbeit gemacht hat. Einer arbeitet, alle gucken zu. Die Steine sind in diesem Fall nicht mit dem Mörtel verbunden, sondern mit einem Spezialkleber, der extra dafür gemacht ist, um Steine zu verkleben. Und das funktioniert sehr gut und der Kleber trocknet nicht sehr schnell, so dass man eine gewisse Zeit noch ein bisschen was nachkorrigieren kann. Das war ein richtig toller Job. Danke! Zum Schluss haben wir noch entschieden, dass unter dem Grill noch eine Holzplatte kommt. Da sieht man sie schon drunter. Ich finde, diese Mauer hat unseren Grillplatz sehr aufgewertet. Mit dieser schönen Grillecke kann man so schön grillen.